Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Hier ist wieder euer Weehawk LP. Ich begrüße euch zu meinem mittlerweile 5. Weihnachtsspecial. Jetzt das 4. Mal vor der Kamera der Weihnachtsgruß. Es muss einfach sein. Obligatorisch. Jedes Jahr der Weihnachtsgruß. Ja, Leute. Und 2013 darf das natürlich auch nicht fehlen. Mit dem Weihnachtsbaum. Das ist alles spiegelverkehrt. Mit dem Weihnachtsbaum im Hintergrund. Die Katze hat auch schon sichtlich Spaß am Weihnachtsbaum. Ich hoffe, er reißt nicht jetzt irgendeine Kugel runter oder Yari, muss das denn sein? Ja, da habt ihr auch noch Shadow eben kurz gesehen im Hintergrund. Ja, ihr seht also, die Katzen sind auch mit dabei. Ich wohne aber nicht alleine mit meinen Katzen. Meine Frau ist auch noch da, aber ja. Nicht im Moment. Im Moment kann ich machen, was ich will. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich mich mal wieder vor der Kamera zum Vollhorst. Und wie könnte man das besser machen, wie jedes Jahr, mit dieser tollen Weihnachtsmütze, mit dem tollen Glöckchen. Es darf nicht fehlen, es muss auch dieses Jahr wieder dabei sein. Sie ist mir wie immer viel zu klein. Das ist auch klar, das muss... Sag mal, mein Kopf ist auch noch dicker geworden. Kann das sein? Ich habe das Gefühl, die passt von Jahr zu Jahr weniger. Das ist also wirklich... So, das sieht doch kacke aus. Naja... Es sieht zwar richtig kacke aus, aber was soll's. Und natürlich darf auch nicht fehlen. Logisch. Yeah. Jetzt wird doch ein Schuh draus, ja. Der Weihnachtsgruß, ja. Ihr wisst, meine Weihnachtsspecials jedes Jahr. Das sieht immer so aus. Bis auf, abgesehen von der kleinen Tatsache, ihr wisst, meine Displays hatten ja immer so einen Bart. Und jetzt haben sie halt so einen Bart. Also, ja, ich werde auch älter. Ich muss auch mal mir im Bart stehen lassen, mich meines Alters angemessen verhalten. Ja, wie könnte man das besser tun? Ganz genau. Ja, Leute, also zunächst einmal, ich wünsche euch da draußen ein frohes Weihnachtsfest. Das vielleicht mal zuallererst, ehe ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede oder irgendwie überhaupt keine Ahnung habe, was ich hier überhaupt soll. Ja, zunächst einmal frohe Weihnachten da draußen. Ich hoffe, ihr habt ein angenehmes Fest. Ich hoffe, ihr habt schöne Geschenke bekommen, werdet reich beschenkt, habt eine schöne Zeit mit eurer Familie, darum soll es ja gehen. Nicht nur, dass ihr jetzt irgendwie Call of Duty unterm Baum liegen habt oder Battlefield oder sonst was. Nein, sondern wirklich eine schöne Zeit mit eurer Familie, mit euren Freunden verbringt, wie auch immer. Dass ihr einfach das Beste aus diesen ganz besonderen Tagen macht. Das ist der Sinn von Weihnachten letztendlich. Und ja, ich hoffe, ihr habt schöne Tage. Das würde mich sehr freuen. Ja, Leute. 5 Jahre, ich habe es angesprochen, seit 5 Jahren mache ich diese Weihnachtsspecials jetzt schon, also nicht seit 5 Jahren, das ist jetzt mein 5. Weihnachtsspecial, so, seit 4 Jahren mache ich die Weihnachtsspecial, aber es ist mein 5. Weihnachtsspecial, genau, oh Gott, Mathematik, schrecklich. Ja, also mein 5. Weihnachtsspecial und ich habe mir gedacht, zu dem Anlass, weil das jetzt mein 5. Weihnachtsspecial ist, zeige ich euch mal kurz, was ich bisher so in den Jahren gemacht habe. Mats ab, yeah. Und zwar begann das Ganze 2009 schon, ein Monat nachdem ich hier mit dem Let's Playen angefangen hatte, stand schon das erste Weihnachtsspecial an, nämlich Murphys Gesetz, schöne Bescherung, wo es darum ging, ja, dem Weihnachtsmann so ein bisschen das Weihnachtsfest zu vermiesen. Unfassbar, was dem armen Kerl da alles widerfahren ist, man konnte so richtig böse sein, leider, damals schon das Problem, dass es gerne mal bei der Aufnahme geleckt hat. Das war damals generell ein Problem bei meinen Aufnahmen und davon blieb leider auch Murphys Gesetz nicht verschont. Ja, Murphys Gesetz halt. Was schief gehen kann, geht schief. Und so war das auch bei der Aufnahme. Und ja, nichtsdestotrotz konnten wir den Weihnachtsmann so ordentlich einheizen. Ein sehr schönes Special, kann ich euch nur empfehlen. Speziell, wenn ihr wirklich mal Interesse an dem ganz, ganz alten Kommentarstil von mir habt. Jetzt haben wir ihn. Na bitte. Ah, was jetzt kommt, ist einfach zu geil. Und da kommt auch schon der Besitzer des Hauses und mit einem entblößten Weihnachtsmann vor. Und in Slow Motion, sehr schade, dass das leider gerade ein bisschen hängt, wird der Weihnachtsmann abgeknallt und hat keine schöne Bescherung erlebt.
2010 dann, Leute. Und das Weihnachtsspecial kann ich euch auch heute wirklich noch ans Herz legen. Das schönste, beste, großartigste, tollste Weihnachtsspecial von allen, die ich bisher gemacht habe. Nämlich mit dem guten Mr. Möhr, mit dem guten Moritz zusammen. Santa Claus in Trouble, ein Let's Race von diesem Spiel. Da haben wir gesagt, wir spielen dieses Spiel gegeneinander und, ja, wer da versagt, wer der Langsamere ist, der muss hingehen und, ja, ein Weihnachtslied singen, was sich der Gewinner dann aussuchen darf. Ja, es sah eine ganze Weile lang gut aus für mich, nur dummerweise. Im 9. Level habe ich dann ziemlich viel Mist gebaut, und da hat der gute Moritz mich dann doch noch eingeholt. Zudem kam noch dazu, dass bei mir Videodateien gelöscht wurden, die ich auf einer externen Festplatte gespeichert hatte. Darunter war dann auch Rainbow Islands, glaube ich, auch noch betroffen, ein anderes Projekt von mir. Und so konnte ich das Projekt dann leider nicht fertig zeigen. Ist dumm gelaufen. Und so wurde der gute Moritz dann zum Sieger erklärt, wobei er, wie gesagt, auch auf legale Art und Weise gewonnen hätte. Also im 9. Level habe ich so lange gebraucht, dass der gute Moritz mich da, glaube ich, sowieso eingeholt hätte. Insofern alles in Ordnung und dann musste ich leider meine Bestrafung abholen. Oh Mann. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Nein, stopp. Halt, stopp. Nein. Mehr müssen wir gar nicht hören. Mehr müssen wir gar nicht hören davon. Ja, dann stand 2010 natürlich noch erstmalig die Webcam an. Also das erste Mal habe ich mich dann vor euch präsentiert zu Weihnachten und das zieht sich ja dann bis heute auch so durch. Und so kamen wir dann zum Weihnachtsspecial 2011. Ebenfalls wieder mit Webcam. Mit einem ganz besonderen Gruß an The Dalek Entertainment, weil zu diesem Zeitpunkt auch schon, ja, eine ganz große Sache in Planung war und ich kurz davor auch wirklich mit Edna bricht aus ja einen sehr großen Erfolg auch gelandet hatte, sag ich mal. Also, Let's Play technisch. Das Spiel hat ja immer noch The Dalek zu verantworten, ist ja nicht mein Spiel. Logisch. Das enthielt also, wie gesagt, zum einen den Weihnachtsgruß an The Dalek, zum anderen aber auch, das Spiel Slingshot Santa. Ja, oder auch Weihnachtsmann-Weitwurf. Das habe ich euch in dem Jahr auch nochmal zeigen wollen. War aber eigentlich nichts Besonderes. Nur ein kleines Flash-Game. Einfach mal so zwischendurch. Warum nicht? Wenn die Elfen sich denken, nö, ich will weiterrennen. Auch über diese Schlucht. Eine sehr schöne Szene, oder? Ja, einfach herrlich. Das geht ans Herz, das ist richtig weihnachtlich. Genau. Oder aber wenn die Elfen sich denken, schicken wir Santa in den Tod. Ah, Moment, das war nicht gut. Ah, das war wieder etwas zu kurz. Man kann ihn nämlich auch in die Schlucht reinwerfen, wenn man gut... Ja! 2012 dann, letztes Jahr. Da stand dann ein Unboxing an, also sprich, ich habe ein Weihnachtsgeschenk bekommen von der lieben Lissy von Zelda Girl 01 oder jetzt auch Zelda Girl 001. Wenn wir noch ein paar Monate warten, ist es vielleicht Zelda Girl 0001. Nein, war ein Spaß. Ja, auf jeden Fall, sie hat mir ein Paket geschickt, ein sehr nettes kleines Geschenk, habe ich mich unheimlich drüber gefreut. Wollte ich euch auch einfach nicht vorenthalten, auf jeden Fall. Und war auch wirklich sehr schön. Hat mich sehr gefreut. Und so hatte dann Weihnachten 2012 noch ein kleines Unboxing. Zudem noch die Ankündigung vom Community-Interview von Poki, wo ihr damals Fragen stellen durftet. Das Ganze ist jetzt also, es jährt sich jetzt leider schon zum ersten Mal und es ist leider immer noch nicht alles hochgeladen. Aber keine Sorge, Leute. Das kommt. Es kommt schon sehr bald. Im neuen Jahr wird es kommen. Das Community-Interview. Auf jeden Fall. Ja, Leute. Und so kommen wir dann zum Weihnachtsspecial 2013, das heute mal wieder vor der Digitalkamera. Das 5. Weihnachtsspecial. Wieso sage ich eigentlich immer Digitalkamera? Es ist immer noch die Webcam und deswegen wechseln wir jetzt zurück zur Webcam. Viel Spaß. Oh yeah. Ja, das war die letzten... Moment. Das brauche ich ja jetzt gar nicht mehr. Obwohl sieht...
Das wäre vielleicht eine nette... Das wäre vielleicht eine nette Erweiterung so zu meinem bisherigen Weihnachtsoutfit. Das Headset. Wobei ich noch viel... Das muss ich ja sagen. Ich habe ja mein Weihnachtsgeschenk schon erhalten. Da können wir auch gleich das wuchtigere Headset aufziehen. Ha, geil. Das finde ich richtig gut. Aber ich sehe aus wie ein Pilot damit, oder? Ich könnte mich da jetzt auch in irgendein Cockpit setzen und das mache ich für Lilith Wars oder so. Oder? Yeah. Du Barrel Fox. Ja, na. Sieht doch cool aus, ja. Ist eine nette Erweiterung zu dem bisherigen Weihnachtsoutfit. Warum nicht? Sehr schön. Ja, also das, ihr habt gesehen, das war das, was ich bisher so gemacht habe. Ist eine Menge passiert. Ich habe den Weihnachtsmann gequält. Ich habe den Weihnachtsmann nochmal gequält, woraufhin mich Mr. Möhr gequält hat. Ja, die beiden kloppen sich da hinten am Weihnachtsbaum. Es ist herrlich. Das ist absolut herrlich. Ja, Leute. Und natürlich will ich auch dieses Weihnachtsspecial mal dazu nutzen, eine kleine Ankündigung zu machen. Wie letztes Jahr bin ich zwischen den Jahren nicht da. Das heißt, vom 25. bis einschließlich 30. Dezember müsst ihr leider ohne Videos auskommen. Ich hätte zwar die Möglichkeit gehabt, was zu planen, beziehungsweise ich hatte eben, ja, halt leider eben nicht die Möglichkeit. Also, ja, eigentlich hatte ich nicht die Möglichkeit. Ich bin die letzten zwei Wochen mal so überhaupt nicht zum Aufnehmen gekommen. Und, ja, deswegen habe ich jetzt auch leider keine Videos, die ich euch irgendwie zwischen den Jahren zeigen könnte. Ich werde den Rest des Weihnachtsurlaubs dann irgendwie noch dazu nutzen müssen, nochmal irgendwie ein bisschen was aufzunehmen. Und erst dann kann ich euch wieder was präsentieren. Aber dann so ab dem, ja, am 31. möchte ich euch sagen, kommt noch ein Video und dann geht es halt nächstes Jahr ganz normal mit Videos weiter. Bin halt im Urlaub, muss auch mal sein. Also, das zweite Mal dieses Jahr. Okay, ich gebe es jetzt zu. Ich bin verdammt oft im Urlaub. Generell habe ich mir dieses Jahr ja sehr viele Pausen gegönnt, das muss ich ja sagen. War ja auch die längere Let's Play-Pause dabei. Ja, 4 Wochen insgesamt, wo ich einfach mal versucht habe, ein bisschen Abstand von der Let's Play-Serie zu gewinnen. Und es hat mir auch, denke ich, ganz gut getan. Ich denke, so die letzten Star Fox Assault Parts, die dann danach, nach der Pause kamen, die haben mir wesentlich besser gefallen, als das, was ich davor aufgenommen habe. Also, insgesamt muss ich sagen, ich denke, die Pause hat sich da doch schon gelohnt. Es war, denke ich, für mich persönlich war es eigentlich ganz wichtig, dass ich das mal gemacht habe. Ja. Und dann gab es ja noch... Im Mai gab es eine kleinere Pause, da war ich ja auch im Urlaub gewesen. Also, ja. Ist halt einfach mal dieses Jahr so. Ich denke, das ist auch in Ordnung so. Man muss sich auch mal ein bisschen Abstand gönnen von der Let's Play-Szene. Ich bin ja jetzt keine Firma oder so, die Videos am Fließband produzieren muss oder so. Ich mache das ja immer noch hauptsächlich hobbymäßig und von daher, ja, ist das, denke ich mal, auch okay. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit und euch noch ein schönes restliches Jahr auf jeden Fall. Kommt gut ins neue Jahr rein auf alle Fälle. Wobei, da kommt auch noch am 31. kommt da nochmal ein spezieller Gruß. Jetzt ohne Webcam meine ich, aber naja. Zumindest nochmal so kleiner Gruß am Ende. Ja, ansonsten muss ich sagen, ich blicke auf ein sehr ereignisreiches Jahr zurück. Also für mich persönlich, muss ich ehrlich sagen. Waren tolle Sachen dabei. Highlight natürlich, mein persönliches Highlight absolut, war das Community-Interview mit Poki, was ich dieses Jahr führen durfte im April. Ich weiß, ihr wartet gespannt darauf, wie es endlich mal weitergeht. Ich habe ja bisher erst ein Part vom Interview hochgeladen. Aber, und das kann ich wirklich sagen, das verspreche ich euch hoch und heilig und ihr könnt mich auspeitschen, wenn ich irgendwie dieses Versprechen brechen sollte. Im Januar auf jeden Fall kommt's. Also auf jeden Fall. Im Januar wird der Rest des Community-Interviews folgen. Es sind auf jeden Fall immer noch aktuelle Sachen. Also es ist nicht so, dass der liebe Poki nur Sachen erzählt hat, die jetzt schon lange nicht mehr aktuell sind. Also da erfahrt ihr immer noch sehr, sehr wissenswerte Sachen, die, glaube ich, auch so in noch keinem anderen Interview behandelt worden sind. Insofern, da könnt ihr euch drauf freuen, das kommt definitiv im Januar und ja, dann sehen wir einfach mal weiter. Also für mich, wie gesagt, das war so für mich das persönliche Highlight, einfach mal das Interview mit Poki führen zu können. Ansonsten, ja, Let's Play technisch waren ja sicherlich die erfolgreichsten Projekte Dragon Ball Z, damit war ja irgendwie zu rechnen. Und was mich aber sehr gefreut hat, war der wirklich durchschlagende Erfolg von Goodbye Deponia, das muss ich an der Stelle auch nochmal erwähnen. Also das hat mich wirklich gefreut, dass das so gut ankam bei euch.
Bisschen schade, dass wir einige danach keine weitere Chance gegeben haben, nachdem sie dann gesehen haben, dass ich nur noch Turok und Lilith Wars und sowas hochlade, kamen dann leider auch die D-Abos wieder, aber gut, ist halt dann einfach so. Ihr entscheidet letztendlich, was ihr euch ansehen wollt. Ich hab da auch nichts gegen. Wäre sicherlich schön gewesen, wenn mir ein paar von den Goodbye Deponia-Fans mir danach auch noch eine Chance gegeben hätten, aber hey, das entscheidet ihr selbst. Ich habe ja noch ein Jahr Zeit, euch von meinen Fähigkeiten zu überzeugen, wenn man so will. Ja, nächstes Jahr kommt ja noch einiges. Wer genau wissen will, was nächstes Jahr noch so alles kommt, dem empfehle ich nochmal das Vorschau-Video, was ich hochgeladen habe im Rahmen des 4-Jahres-Specials. Jo. Und dann sehen wir mal, was wir im nächsten Jahr noch so alles machen. Da kommen noch sehr, sehr geile Projekte auf jeden Fall. Noch ein paar richtig schöne Sachen. Auch wieder mit Gastkommentatoren und ja, einfach klasse Projekte, auf die ich mich sehr freue. Und auch auf Hive United wird es natürlich weitergehen. Mit der Blast Corps Challenge, mit allem drum und dran. Yu-Gi-Oh! Geht im nächsten Jahr auch weiter. Das kann ich euch hoch und heilig versprechen. Das will ich auch nicht unvollendet lassen. Also jetzt auf Hive United. Und ja, es erwartet euch noch eine Menge im neuen Jahr. Also, nochmal, frohe Weihnachten da draußen. Danke fürs Zusehen und danke, dass ihr mich dieses Jahr begleitet habt. Das war wirklich sehr schön. Es war wirklich ein tolles Let's Player-Jahr. Es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ja, nochmal vielen Dank. Frohe Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr rein, Leute. Ciao. Ho, ho, ho. Oh Leute, und eine Kleinigkeit, die ich noch vergessen habe, nochmal kurz am Rande, das Wunschprojekt. Ihr habt noch bis 31. Dezember die Möglichkeit zu voten, beziehungsweise euren Vorschlag zu unterbreiten. Ja, die Abstimmungsphase beginnt dann im Januar. Ich bin schon sehr gespannt. Es gibt schon ein paar eindeutige Favoriten, muss ich sagen. Also ein paar Spiele, die ziemlich oft genannt worden sind. Wer, wie gesagt, noch nichts vorgeschlagen hat, kann das bis zum 31. Dezember nachholen. Und dann sehen wir im nächsten Jahr, ja, was gewählt wird. Okay Leute, also bis dann.